Moin Leute, herzlich willkommen hier. Ja, wo ist das? Holzer Map. Ja, die Holzer Map wird wieder kommen. Die Schabel fällt raus. Die geht nicht mehr. Das neue Update hat mir den ganzen Spielstand, oder ja, hat mir den ganzen Spielstand jetzt zerschossen. Da ist irgendein Lurfehler, den kriege ich nicht raus. Jetzt müssen wir umsatteln. Es kommt ausnahmsweise morgen mal Holzer Map. Weil, sonst ist morgen früh nichts da. Die Holzer Map ist ja ganz gut. Und damit ihr ein Video morgen früh zu gucken habt, weil die Schabel ja nicht mehr kommt, nehme ich jetzt die Holzer Map für euch auf. Ich weiß nicht, ob die ganz drinnen bleibt. Ich schätze mal, erstmal wird sie drinnen bleiben. Weil ich ja die andere Karte noch spielen wollte, Bergisches Land, die soll ja morgen erscheinen. Praktisch, wenn ihr das Video heute guckt, soll die rauskommen. Und ich denke, dann wird die morgens den Platz der Sharwell einnehmen. Das schätze ich mal. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe mir da noch nicht so jetzt schnell den Kopf drum machen können, weil ich jetzt erstmal irgendwie was brauche für morgen früh. Dass ihr auch ein Video habt, wenn ihr aufsteht, ne? Und da blieb... Ja, kurz oder kurz hin oder her. Wir können die Holzer Map jetzt wieder als Let's Play bringen. Wäre ganz cool. Obwohl jetzt hier im Moment auch noch nicht so viele Arbeiten sind. Aber so zwischendurch wird jetzt immer die Holzer Map morgens kommen. Die Stappenbach bleibt ja erst noch morgens, aber jetzt morgens wird dann halt Holzer Map mit reinkommen oder variieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Das ist halt ein bisschen doof, dass das jetzt wieder nicht mehr geht. Das zerschießt meine ganzen Pläne. Ich muss jetzt erstmal komplett umdisponieren. Und deswegen schaue ich mal, wie ich das jetzt mache. Der New Holland, also der Fiat, der hat die ganz schön zu knapsen, aber das ist auch eine steile Ecke, das war von vornherein klar. Das ist auch mal nicht so eben schnell gemacht hier, ne? Und wie gesagt, hier bin ich ja halt Holzer mit, ne? Hab da ja immer schon mal zwischendurch gesehen und die habe ich jetzt streame ich ja sonst eigentlich zwischendurch. Wenn ich dazu Zeit habe. Dass wir ja hier den Unterreiterhof ist, das haben wir ja dazu gekriegt. Und da müssen sämtliche Wiesen müssen durchgezogen werden, also geflügt, Tiefen gelockert. Und hier die 4, die hatte ich ja jetzt zum Schluss gehäckselt, weil oben ist ja eine BGA hingekommen. Da hatten wir das Gras schon reingefahren, dass wir GPS kriegen, dass wir die BGA da füttern können. Ja, und jetzt fange ich dann schon mal hier an, die erste Wiese durchzuziehen, dass die fertig ist, die muss dann gekalkt werden und dann können wir nach und nach die anderen Flächen in Angriff nehmen und dann machen wir das immer so weiter. Wenn ich jetzt anhalte, kackt er mir ab. So, wir halten mal an, wir gucken mal nach, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Wir haben jetzt hier am Oberreiterhof die ganzen Flächen gekriegt. Die müssen alle geflügt werden. Seht ihr? Die ganzen Flächen, die wir jetzt hier zugekriegt haben, die müssen geflügt und gekalkt werden. Ja. Ach, die braucht gar nicht geflügt werden. Warum flüge ich die denn? Wahrscheinlich ist das durchs Mähen weggegangen. Ach, nö. Ja, egal, dann tue ich die weiter jetzt grubbern. Weil Flügen habe ich eigentlich nämlich aus. Flügen notwendig an. Kann aus. Heißt egal, ich mache das jetzt weiter. Ich verstehe das gerade nicht. Die braucht nicht geflügt werden. Oder grubbern. Na, wir ziehen die jetzt durch. Ist egal. Hier kommen nämlich andere Grassorten hin, hatte ich mich entschlossen. Wir haben ja noch so viele Grassorten immer. Ja, ich weiß, dass da Kalk hin muss. Letztes Mal musste die geflügt werden, sonst würde ich das doch nicht flügen. Weil sämtliche Flächen von uns mussten. Die Fläche hier gehört ja auch noch uns, da ist ja jetzt die BGA. Es wird jetzt geflügt, dann kalken wir das und dann gucken wir mal. Ich würde gerne die anderen Grassorten ausprobieren, weil hier hinten am die Bergwiese, die ist ja schon komplett um und ich denke, wir machen nochmal hier Weidegras können wir mal hinmachen, ne? Hier auf die 4 werden wir nochmal Klee säen, aber es geht leider noch nicht. Weil im Moment kannst du nicht säen. Gar nichts von dem Zeug. Seht ihr? Kein Saatzeitpunkt. Deswegen mache ich die jetzt fertig und dann werden wir die im nächsten Ingame-Tag alle säen. Ey, das will ich doch gar nicht. Danke. Im nächsten Ingame-Tag alle säen, dass das soweit fertig ist. Ich ziehe diese Ecke jetzt erstmal schön durch,
dass das fertig ist. Ich denke, dann werden wir noch mal ein bisschen häckseln. Ich denke, wir können eine Folge Zeitraffer häckseln machen oben. Dann werden wir da auch noch mal durchziehen. Also Holzermap ist auch noch nicht so einfach, dass da jetzt 5 Folgen die Woche kommen können. Da muss ich mir echt was überlegen, wie ich das mache. Also seht's mir bitte nach. Das neue Update. Weiß auch nicht. Hat irgendwie bis jetzt alles immer zerschossen oder es klappt nicht. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Das war nicht so prickelnd. Boah, er tut sich hier aber auch schwer, ey. Ich habe auch schon überlegt, mir einen größeren Trecker zuzulegen. Oh, das ist jetzt finanziell nicht drin. Das wird der New Holland noch reichen müssen. Das, ja, geht halt nicht anders. Die Kohlen müssen ja auch da sein, dass wir das alle so hinkriegen, ne? Von daher keine Chance, dass das jetzt so funktioniert. Ich werde das jetzt erstmal hier durchziehen und dann werden wir die anderen Flächen auch erstmal hexen. So nach und nach halt immer ein Stück fertig machen, dann wieder häckseln, dann passt auch wieder was im Fermenter. Dann können wir den Fermenter befüllen. Wir müssen uns auch um unsere Tiere noch kümmern. Die sollen jetzt auf der Weide nächsten Ingame-Tag. Die kommen aus dem Stall raus, unsere Kühe. Das ist dann Ende, oder ist dann Ende Frühling. Dann können die raus auf der Weide. So war zumindest bis jetzt mal ein Plan, dass das so hinhaut. So Leute, dann wisst ihr aber jetzt mal den Stand der Dinge, warum die Charwell nicht mehr kommt. Warum jetzt die Holzer erstmal dafür einspringt, bis die andere Map soweit ist und ich das eingerichtet habe, wird die Holzer morgens dann kommen, anstatt der Charwell. Die Walchen werde ich zwischendurch immer mal bringen, auch je nach Zeit. Das ist echt zeitaufwendig alles im Moment. Dann muss man ja auch mal zwischendurch noch arbeiten und man hat ja auch noch sowas zu tun. Von daher seht es mir ein bisschen nach. Ehrengrad und Ellerbach und Stappenbach kommen auf jeden Fall, wie immer. Da brauche ich dir auch keine Sorgen machen. Ja, und sonst sehen wir erstmal weiter, ne? Trotzdem sage ich dann erstmal Dank fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Schreibt einfach einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid, ne? Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.